Schön, 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 schön. Sauber. Das war ich. Ich dachte, ich wäre schon ready. Ey, wie ihr Pisser ihn auch noch in Schutz nehmt, will ich an der Stelle auch mal sagen, ne? Er vergisst's und ihr so, ich war's. Ne, ne, vielleicht war's auch ich. Gefällt mir. Finde ich absolut sexy. Schön, schön, schön. Und Ellie, wie geht's dir denn? Schön, dich zu sehen. Guten Morgen. Ach, und welche Konsequenz hat es, dass du Ego-Cake mitgenommen hast? Das ist eure Schuld, weil ihr wart so egoistisch, dass ihr mir nicht Bescheid gegeben habt, dass ich einen Ego-Cake drin hatte. Korrupt ist, ja. Ja, alles korrupt immer noch. Hat sich einen schönen Chase gepickt, wirklich. Mir geht's wunderbar. Meine Tiger und ich dürfen nun alle gemeinsam auf dem Balkon und genießen alle die Sonne. Wie geht's dir, Lisa Dessel? Ellie, mir geht's super, super nice. Das freut mich. Schön. Ja, gestern hatte ich auch so eine Cuscinino-Zeit. Ich bin ehrlich, ich wäre heute wahrscheinlich noch früher online gekommen, so ein, zwei Stunden. Aber gestern, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, super früh im Bett zu sein. Alle Eventualitäten, dass wir heute halt auch, ne, morgens dann wieder starten und so. Okay. Wirft sie wieder mit Kühlschränken und so? Ich weiß es nicht, also ich will es aber nicht wissen, wie ich zu sein suche. Ja, aber. Was habe ich erzählt? Weiß nicht mehr. War nicht so wichtig. Weiter geht's. Ach so, ja, mit dem Schlafen. Aber gestern, ich habe meine Cats übers Wochenende nicht gesehen. Und dann bin ich auch gestern, als ich nach Hause gekommen bin, war dann auch erstmal, war ja schon mal Kuschelzeit angesagt. Aber gar nicht, weil ich es wollte, Ellie, weißt du? Ihr kennt mich, ich bin so, ich brauche sowas nicht, bin harter Motherfucker. Ja, aber weil die es gebraucht haben, deswegen, ja, ja. Man gibt denen halt, was sie wollen. Ist so. Ja, Ellie, eiskalt. Eiskalt, wirklich. Das ist krass. Vampire sind ein Chase dagegen, wenn ich so kalt bin. Und dann sehe ich die halt gut und dann sage ich, ja, okay. Okay, dann gebe ich dir das, was du willst. Streichlein, okay. So ist es. Okay. Ja. Und dann den Kopf und dann... Und dann immer gut, wenn man am Haken stehen bleibt, Fräulein. Nee, lad doch hier nach! Hier ist doch viel näher am Haken, Schnucki-Maus. Komm, es gibt keine Konsequenzen. Komm. Oh, Leute, ihr könnt ruhig Dance machen, wenn sie kämpft. Oder eine Kiste. Ich meine, was? Wer zählt schon mit, Louis? Man kann Mietzen einfach nicht widerstehen.
Ich halte dich fest und jedes Gesetz es will. Wenn die Katze auf deinen Schoß legt, hast du sitzen zu bleiben. Die halten dich fest, das wollte ich schreiben. Ja, 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 ja. Mein einer Kater auch. Der hat auch. Okay, haben wir so viel Gens jetzt gemacht in der Zeit, wo sie jetzt seit 50 Sekunden kämpfen? Das ist ja sehr schön, Leute. Ah, okay. So, den wird es jetzt hier schön. Ich geh nicht zur Shack, ich mach den Jen hier. Leila sollte zu mir herkriechen. Okay, oder die heilen sich auf der anderen Seite auch gut. Wow. Ein Killer, der einen einzigen Haken hat, Leute. So viel zum Thema. Wer von euch hat vorhin gesagt, ich verstehe nicht, warum die Killer campen? Wer von euch war das? Es funktioniert sowieso nicht. Wer hat es gesagt? Leute, es funktioniert immer. Wenn ihr einmal unaufmerksam seid, funktioniert's. Aber ich bin komplett raus, was Anhooks angeht. Wir brauchen einen konstanten Gen-Fortschritt. Und das hier sieht verdammt schlecht für uns aus. Weil der Kill ist nur am Campen. Wir nutzen die Zeit nicht. Schön, dass wir uns jetzt ein bisschen recovern durften. Falls der Killer mich erwischt, sind wir alle tot. Deswegen, wir brauchen einen guten Chase. Aber das ist das Spannende an Dead by Daylight. Da kann man sich schwuppdiwupps, bringt man sich selbst in eine super krass unangenehme Situation. Und sich da dann nochmal rauszuschlängeln und sowas, das ist echt, das ist schön, Leute, die Qualität ist hier zu sehen. Wir warten, bis Leila ein bisschen am Gen noch Fortschritt hat, bevor wir zurückgehen. Das ist zum Beispiel das, was ich meine mit Safe-Spielen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, meine Spieltechnik. Ich könnte jetzt auch aggressiv am Gen sitzen, aber falls der Killer vorbeikommt, bin ich halt legit tot. So. Und jetzt bleiben wir hier. Sie sucht diese Area wahrscheinlich ab. Und das ist das, was ich meine, Leute. Thank you.
Wow. Wow, Leute, was für eine fucking insane geile Runde. Schön. Und das ist genau das, was ich meine, Leute. Das ist genau das, was ich meine. Nur weil man Fehler macht im Game, das ist nicht das Besondere. Das Besondere ist auch nicht, dass wir vier entkommen sind. Da geht es nicht darum, Leute. Da geht es nicht darum. In so einer Runde geht es legit darum zu sehen, dass alle vier kämpfen. Obwohl es eine schwere Runde war. Obwohl wir irgendwie so, ne, reingepressured wurden. In eine Situation, die uns allen nicht geschmeckt hat. Hammer, hammer geil, Leute. Was war das für eine wundervolle Runde? Mein größter Respekt geht raus an jeden einzelnen von euch. Laila, Tobi und Dietzen. Ich danke euch von ganzem fucking Herzen für diese wundervolle Runde. Ich würde auch sagen, wir machen eine YouTube-Runde draus, Leute. Weil